ist ja schön, da sind Sie ja. Frau von Haschke, worum geht es denn diesmal? Haben Sie die Kartoffeln denn gar nicht dabei? Was für Kartoffeln? Ich hatte bei der 110 extra gesagt, es ist ein Notfall, kommen Sie schnell und bringen Kartoffeln mit. Ich gehe mal davon aus, dass die Kollegen in der Notrufzentrale zuerst den Notfall bearbeiten wollten. Ja, aber das ist doch einer dasselbe. Ich habe keine Kartoffeln mehr. Frau von Haschke, Sie können doch nicht einfach den Notruf der Polizei alarmieren, nur weil Ihnen die Kartoffeln ausgehen. Ne, das geht nur wirklich nicht. Ja, was machen wir denn jetzt bloß? Frau von Haschke, haben Sie gehört, was wir gesagt haben? Ja! Wissen Sie was? Kriegt der Ladislaus heute halt Nudeln. Also, dann guten Appetit und schönen Tag. Nee, nee. Sie müssen mir doch helfen. Ich kann doch nicht kochen. Frau von Haschke, wir sind Polizisten. Wir werden ganz bestimmt nicht für ja, Sie... Ja, ja, ja. Jetzt seien Sie mal nicht so. Sind im Eckrondell, die Messer in der Schublade neben dem Herd, die Nudeln und Tomaten und alles andere finden Sie in der Speisekammer. Ja, da. Wenn Sie Hackfleisch oder sowas brauchen, das ist alles in der Kühltruhe. Frau von Haschke, wer ist das denn? Das war unsere Köchin. Sie wollte eine Glühbirne auswechseln und Ladislaus ist versehentlich mit dem Rollstuhl gegen die Leiter gefahren. Da ist sie unglücklich gestürzt. Und wie lange liegt die schon hier? Seit vorgestern. Seit vorgestern? Und da rufen Sie uns wegen der Kartoffeln an? Mann, wenn sowas passiert, dann müssen Sie einen Notarzt rufen! Ach, meinen Sie, der hätte dann Kartoffeln mitgebracht? Nein, der hätte keine Kartoffeln mitgebracht, aber der hätte vielleicht das Leben dieser armen Frau gerettet! Nein, glauben Sie mir, sie war direkt tot. Das habe ich am Knacken gehört. Ich will ja nicht drängeln, aber wenn Ladislaus aufwacht, hat er großen Hunger. Frau von Haschke, wir kümmern uns jetzt als erstes um die Leiche. Die muss abtransportiert werden, es muss eine Untersuchung geben, die Verwandten müssen benachrichtigt werden. Nein, sie hatte keine Verwandten. Und sie war ja auch illegal hier. Das wird jetzt eine Menge Papierkram für Sie, oder? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn Sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er Ihnen nahe und hilft. Amen. Toll gemacht. Kommen Sie jetzt, Herr Bernd und Herr Werner. Haben Sie schon überlegt, ob Sie für Ladislaus lieber Reis oder Nudeln kochen wollen? Also, Nudeln mag er eigentlich lieber. Frau von Haschke, ich denke, für heute ist es mal genug, oder? Ja, gut. Sie haben wirklich viel für mich getan. Wissen Sie, was ich mache? Ich rufe jetzt Ihren Chef an und sage ihm, wie toll Sie mir heute geholfen haben, obwohl Sie ja die Kartoffeln vergessen haben, nicht wahr? Hopp in die Küche! Die Zwiebeln kleiner schneiden, so kann der Ladislaus das nicht kauen. Sag mal, Bernd, heulst du? Gut. Bravo! Bernd, Werner, wo steckt ihr denn? Wir haben einen Großeinsatz am Rathenauplatz. Vielen, vielen Dank. Das war ganz lecker. Reicht, wenn Sie das Geschirr dann morgen früh sauber wieder zurückbringen. Bis morgen. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Ach, und spannen Sie beide mal aus. Sie sind richtig blass. Tschüss! Die Sache bleibt unter uns, Bernd. Ich hasse diese Gegend. Aber dafür bin ich jetzt fucking rich. I don't care. Also, ich will jetzt nicht prahlen oder so, aber stimmt schon. Und wenn Leute mir sagen so, oh Felix, du bist so ein Prolet mit deinem Goldkettchen, dann sage ich eigentlich immer, Goldkette. Aber ich glaube nicht, dass das Geld mich verändert hat. Ich glaube das wirklich nicht. Das Geld hat mich nicht verändert, aber nicht so, keep it real. So, nee, ich habe einfach früher maßlos über meine Verhältnisse gelebt. Und mittlerweile bin ich an so einem Punkt, da komme ich auf null raus und früher war ich mehr so der Typ mit dem Taxi zum Arbeitsamt. Nee, Sie können gerne so lange hier draußen warten, ich komme dann gleich wieder und... Haha! Hast du selber gemerkt, wa? Beim nächsten Mal wird's besser.
Was tun hier so am Quieken? Du kleine Schweinchen. Frage 3. Du, Felix, was für Glühbirnen benutzen du privat? Antwort: 480 Watt. Ich mag's gerne hell. Frage 4. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen komisch für mich, weil, also hier liegt ja nicht wirklich ein Zettel. Ja, ihr von da oben seht, ich starre die ganze Zeit diesen widerlich hässlichen Stehtisch an und tue so, als ob ich euch davon was vorlese. Ja, es ist sehr entwürdigend und auf eine Art auch ein bisschen erregend, tatsächlich. Das ist ja ein komischer Fetisch. Entschuldigung, hast du vielleicht Lust mit mir zu schlafen, aber ich bräuchte dafür einen Stehtisch und würde dann gerne so tun, als wenn ich dir davon was vorlese. Aber da steht gar nichts. Nee? Ah, okay, danke, ciao. Klassischer Stehtisch-Fetisch. Der erste Gast, der heute zu uns kommt, wenn er vermieten würde, wäre er wahrscheinlich der netteste Vermieter der Welt. Er ist kein Immobilienhai, er ist eher so ein Delfin. Beliebt wie Flipper. Wiegt auch genauso viel. Ist genauso alt. Aber das Tollste ist, er ist auf dem Teppich geblieben. Er ist bescheiden geblieben. Er schmeißt kein Geld raus. Geld bedeutet ihm überhaupt nichts. Er hat Demut gelernt. Er wohnt in bescheidenen Verhältnissen. Meistens reist er sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Olaf Schubert! Hallo? Ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht. Das macht wirklich Eindruck, wenn man hier mit dem roten Ferrari durch Köln fährt. Okay. Ja. Ja, jetzt zeigt er seine polnischen Wurzeln. Also. Ja, Atze ist ja verwandt mit dem polnischen Atze. Aber wie gesagt, das ist mit so einem Charrette, also selbst wenn man hier durch Köln schaut, fährt, da wird schon geguckt. Hätte ich nicht gedacht. Also wenn ich dann mit dem Osten unterwegs bin, ist das völlig normal. So. Muss dazu sagen, ist natürlich auch ein Ost-Ferrari, also ein Zweitakter. Und ist nicht meine, ne? Also gehört meiner Frau. Und ich habe mich aber heute bewusst für den Ferrari entschieden, aus Umweltgründen, denn der Ferrari verbraucht deutlich weniger als mein Lamborghini. Und ich möchte natürlich auch da so eine gewisse Vorbildwirkung ausstrahlen, gerade wenn hier viele jugendliche Menschen zugange sind. Ich weiß, vielen Jugendlichen ist die Umwelt wichtig, spätestens seit den Friday for Future Demonstrationen. Und wenn die Schüler demonstrieren für Umweltschutz, also wenn den Schülern Umweltschutz und Klima wichtiger ist als Drogenpartys und Sex, dann fange auch ich an, mir Sorgen zu machen. Und diese Demonstrationen werden ja in der Gesellschaft sehr reflektiert bewertet. Und dass die Schüler schwänzen, wurde von der katholischen Kirche wiederum positiv bewertet. Was es auch nicht überrascht, denn viele Katholiken hatten ja mit Schülern und Schwänzen schon sehr angenehme Erfahrungen. Ne? Die,
Die Situation ist natürlich aber vor allem im juristischen Sinne, ja, das ist eine Grauzone. Denn eigentlich gibt es ja hier in Deutschland, wie soll man sagen, klassisch Schulpflicht. Und wenn das alle machen würden, ja, also eigentlich muss der Staat Kante zeigen. Also meine, ist nicht meine Meinung, aber rein aus Staatsräson muss eigentlich, wenn wieder so eine Schülerdemo ist, dann muss die Polizei anrücken, dann werden die Schüler in die Schule geschleift. Zack. Und dann kommt der Direktor und sagt so, ne, Unterricht fällt aus wegen Lehrermangel. Ja. Wie krass ist das? Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, 133 Milliarden US-Dollar. Ist es vor der Scheidung. Alter, was für eine krasse Scheidung! Ich dachte, wenn der sich scheiden lässt, ich dachte, der hat nichts mehr. Vielleicht noch einen Kindle, das war's. Ja, seine Frau kommt so rein, so, ja, hier, den Paperwhite, den fand ich eh immer kacke, kannst du behalten. Und dann steigt sie in einen Helikopter, der von einem anderen Helikopter hochgezogen wird. $133 Milliarden, Alter. Stell dir mal vor, du hast so viel Geld. Schön, ne? Alter, da ist ja doch alles scheißegal. Stell dir mal vor, du hast $133 Milliarden. Nein. Alter, wenn er das wirklich hätte, das würde die Dynamik des Abends komplett ändern. Stell dir mal vor, du hast $133 Milliarden auf dem Konto und du gehst zum Kontoauszugsdrucker. Das wird ein langer Nachmittag. Du schiebst so die EC-Karte in den Automaten. Nee, 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 du legst die EC-Karte oben drauf. Ja. Und in der Filiale geht so eine rote Lampe an, so wiu, wiu. Und dann so, ha, ha, Papiermangel, Papiermangel. Dann kommen so zwei Holzfäller und schieben den Baum in den Automaten hinten rein. $133 Milliarden, Alter, wenn du so viel Kohle hast, da ist dir doch alles scheißegal. Da gehst du erstmal zum Rewe rein und legst so deine Hoden auf die Kassiererin. Schönen guten Tag, hallo. Nur zur Info, ich zahle kontaktlos, ne, damit Sie es wissen. $133 Milliarden. Alter, wenn ich so viel Geld hätte, ich würde nur Scheiße bauen. Ich würde mir am ersten einen Schal kaufen, ja, der auch drinnen im Wind weht. Weil bei so viel Geld sagt sogar die Physik, ey, letztendlich bin ich Dienstleister. Ohne Scheiß. Und dann kaufe ich mir eine Horde Pinguine, die gleiche Anzahl an Pferden und gebe dem Pinguin Reitunterricht. Und dann bin ich der erste Milliardär mit einer Pinguin-Reiterstaffel. Meine Pinguin-Paladine, kurz Pippa, die kriegen dann so Baracken, ja, da müssen die schlafen und jeden Morgen so aufwachen, so. Ich weiß nicht, ob Pinguine so machen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wenn nicht, bezahle ich sie einfach, dass sie so machen. Wobei, echtes Deutsch ist ja eigentlich nicht mehr gefragt in Deutschland. Ne? Ich fahre letztens mit meinem Porsche, mit meinem 911er, mit meinem Teilchenbeschleuniger aus Zuffenhausen, mit meinem Monument deutscher Ingenieurskunst, mit meiner Präzisionslenkwaffe aus dem Schwäbischen, fahre ich auf die Shell-Tankstelle an die V-Power-Säule. So, ganz stolz. Der Wagen war sauber. Oh. Ich gehe an die V-Power-Säule, das Benzin nochmal kurz abgeschmeckt. Hinein in mein Schätzchen. Ich war echt gut zufrieden an dem Morgen. Sichtlich. Ne? An der Ecke der Tankstelle stand so eine Truppe Spackos. Ne? Alles, was morgens drauf wartet, hat die Spielothek endlich aufmacht. Ne? So, ich tank da ganz stolz. Plötzlich rufen die rüber. Ey, Schröder, du Assi! Fährst du scheiß Porsche? Oh, Ferrari ist viel besser! Denk, Atze, geh mal rüber. Bildungsveranstaltung.
Ich sag, moin Männer, Fremdwort mit 6 Buchstaben. Schule. Ein Theater schon. Ja, da ist doch wahr, ey, du bist voll der Assi. Wieso fährst du Porsche? Porsche ist scheiße, Ferrari ist viel geiler Auto. Ey, ich sag, Leute, wisst ihr überhaupt, wo Ferrari herkommt? Ich sag nur F-I-A-T, Fiat. Hä? Ferrari, das ist ein sportwagenähnlicher Rollator aus Italien. Hä? Das ist, ja, unter den Tuckengondeln ist er der Franjopot. Ja, sicher. Hä? Ein Kastratentaxi, ein Pavian Arschrot. Ja, sicher. In so einen Schlampenschlepper würde ich nie einsteigen. Ja, aber du Schröder, ey. Aber du Schröder, ey. Weißt du, mit deinem Porsche, weißt du, wo Porsche herkommt? Ich sag nur WW, Volkswagen. Die Tür kommt wahrscheinlich von, die Tür kommt von Polo. Alter, ey, du bist so assi, du bist so assi. Ja, ich sag immer Graf Sunpoint. Was fährst du denn für ein Auto? Ey, fahr ich konkret einen 3er BMW. Ich sag, komisch, ich wundere mich gar nicht. Und BMW kommt nicht aus Deutschland? Nein, du Assi. BMW kommt aus Bayern. Mann. Ich sag, oh Mann, ihr Mittelmeer-Ostfriesen, ey. Das ist, ist denn das Osmanische Reich mit Hannibal und seiner Benjamin-Blümchen-Truppe damals über die Alpen gekommen, damit ihr jetzt hier rumsteht, verdaut und atmet? Schröder, du Arschloch, weißt du, du bist typisch deutscher Klugscheißer. Weißt du, wir haben Migrationshintergrund, wir sind Generation Assimilation, wir sind nirgendwo zu Hause, ne? Wir haben keine Kultur. Ja, ich sag, ich komme auch aus dem Ruhrgebiet. Das ist ganz normal. Ja, aber du bist Klugscheißer, ey. Wir haben doch in Deutschland keine Rechte. Ich sag, doch, ihr könnt hier rumstehen und labern. Stellt euch das mal woanders vor. Ich meine, ich will euch da, Jungs, wir sind doch im selben Boot. Ich komme doch aus dem Ruhrgebiet. Ich bin auch Multikulti aufgewachsen. Für mich war Deutsch auch eine Fremdsprache. Aber, ey, stellt euch doch mal vor, ihr dürft doch alles sagen. Ihr könnt ja sogar unseren Papst durch den Kakao ziehen. Da sagt doch keiner was. Stellt euch das doch mal umgekehrt vor. Stellt euch mal vor, ich gehe in Ankara auf den Marktplatz zu irgendeinem Turbantransporter und sage, hör mal, euer Ala, der ist aber auch nicht so ganz koscher. Da kann ich ja quasi meiner eigenen Enthauptung beiwohnen. Und in Bagdad haut einer mit seinen Schlappen auf mein Tourplakat.